warum gibt es die Polizei? Warum gibt es die Polizei? Wir sind doch eigentlich alle so gute Menschen. Wir werden doch immer besser. Wir sind so gut. Und trotzdem gibt es Polizei. Gibt es doch so Köpfe aus und Gerichte. Warum brauchen wir das? Wir werden doch immer besser. Unsere Gesellschaft orientiert sich an Gerechtigkeit. Was haben wir alles an Gerechtigkeit? Klimagerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, ja? Inklusion, Nichtdiskriminierung von behinderten Menschen. Alles wichtige Themen. Aber werden wir in Deutschland jemals 100% Gerechtigkeit schaffen? 100% Gerechtigkeit, schaffen wir das? Schaffen wir das durch die ACK? Schaffen wir das? Nein! Das Problem ist, unser Herz... Ja, ich will ja die Menschen erreichen. Das Problem ist, unser Herz ist böse. Tut mir leid. Ich muss aber das predigen. Wenn du noch näher kommst, ist es noch lauter. Das Problem ist mit der Polizei ist, die Polizei gibt es deswegen, weil wir nicht so gut sind, wie wir immer denken. Unser Herz ist rebellisch. Die Bibel sagt, das Herz ist trügerisch und bösartig. Trügerisch und bösartig ist unser Herz. Sonny Baschi? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal miterlebt haben. Dass Sie denken, Sie sind von was überzeugt und Sie merken kurz danach, ich habe das völlig Falsche gemacht. Meine Entscheidung war richtig schlecht. Die ist sogar gegen Menschen gegangen, die ich liebe. Und das Problem ist, das passiert ja nicht nur einmal, sondern wir schaffen es ja nicht mal eine Woche lang, Menschen, die wir lieben, mit der Liebe zu begegnen und nur zu respektieren, weil unser Herz böse ist. Aber ich will nicht da stehen bleiben. Weil wir haben doch diesen schönen Spruch hier. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Aber was für eine Zeit? Die Zeit, wo es um mich geht oder die Zeit, wo es um Gott geht? Weil Jesus sagt danach noch, jetzt ist die Zeit, das Reich Gottes ist nahe. Und was sagt er dann? Tut Buße und glaubt ans Evangelium. Tut Buße heißt, wir müssen umdrehen. Und zwar umdrehen, nicht um 360 Grad, weil dann sind wir wieder auf demselben Weg, sondern um 180 Grad. Wenn ich zum Beispiel zur Lorenzkirche möchte und ich gehe den Weg, dann kann ich so schnell, wie ich will, unterwegs sein. Ich kann, was auch immer, mich beeilen und so weiter, aber ich werde dort nie ankommen. Ich muss verstehen, dass ich auf dem falschen Weg bin. Ich muss umkehren, weil nur der Weg hier führt zur Lorenzkirche. Und das ist unser Leben auch. Wir sind auf einem Weg nach unserer Vorstellung, und das Problem ist, dass dieser Weg kein gutes Ende hat. Die Bibel nennt das Verdammnis oder Hölle oder Feuersee. Und ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie dort landen. Deswegen bitte, kehren Sie um von Ihrem eigensinnigen Weg. Kehren Sie um und denken sich Gott zu. Und das ist das Glaube an das Evangelium. Der Glaube daran, was Jesus getan hat am Kreuz. Nicht, was wir Gutes tun können, sondern was Jesus getan hat. Wenn Sie darauf vertrauen, was Jesus getan hat, dann sagt er, schenkt er Ihnen ewiges Leben. Warum? Weil Jesus ohne Sünde war, weil Jesus gestorben ist wie ein Verbrecher und nach 3 Tagen auferstanden ist. Und deswegen können wir eindeutig wissen, dass Jesus der ist, der vorgibt. Wenn jemand stirbt und tot war für 3 Tage und er kommt wieder, dann will ich mich in meinem Leben danach richten. Dann höre ich mal zu, was er zu sagen hat. Also schlagen Sie doch bitte die Bibel auf. Lesen Sie selber nach, was Jesus getan hat. Weil er ist für Sie und für mich. Wenn Sie daran glauben, wenn Sie darauf vertrauen, ist er gestorben. Und darum geht es, dass Sie auf Jesus vertrauen und seinem Licht, weil alles andere hilft Ihnen nicht. Und das wünsche ich Ihnen vom ganzen Herzen. Das wünsche ich jedem, der hier mitarbeitet und sich auch noch diese Predigt anhören muss. Das wünsche ich jedem, der hier einfach nur vorbeigeht. Vertrauen Sie Jesus Christus und seinem Licht, weil alles andere hilft Ihnen nicht. Amen.